Willkommen zu einer neuen Folge von dem Bussimulator 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ihr habt es gestern bemerkt, es kam keine Folge. Es tut mir wirklich leid, ich schaffe es momentan einfach nicht. Jetzt habe ich mal wieder einen Zeitpunkt gefunden, da wo ich Zeit habe. Und wir werden heute die Strecke 442 fahren. Insgesamt sind das 6 Haltestellen, das heißt, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge, vielleicht auch in der nächsten. Auf jeden Fall, nach dieser Strecke geht es dann wieder mit euren Streckenwünschen los. Und da freue ich mich auch schon drauf, was ihr mir da so rausgesucht habt, weil, ne, ihr habt mir da schon was in die Kommentare geschrieben. Ich habe es ausgedruckt, aber erstmal beiseite gelegt, weil, ne, wir müssen ja erst das andere noch fertig machen. Ja, und dann starten wir mal, würde ich sagen. Der Bananenbus ist übrigens, ja, ganz gut angekommen. Also, der Daniel hat sich den gewünscht und er fand den, glaube ich, ganz cool, so wie ich das verstanden habe. Und heute ist der Poolbus dran. Da machen wir mal einen... Nee, kein Schnellstart. Auch keine umgekehrte Strecke. Hin- und Rückfahrt machen wir auch nicht. Obwohl ich auch eigentlich... Na, nee, wir machen keine Hin- und Rückfahrt. Nee, das... Nee. So, dann können wir eigentlich starten, ne? Genau. Und erstmal ein Käffchen trinken. Und, euch ist wahrscheinlich aufgefallen, momentan kommt halt viel noch der Fernbus-Simulator, wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch wieder Lust auf den, Eurotruck-Simulator 2, da haben wir dieses Projekt, Discover the World, und das Problem ist, ich komme momentan einfach nicht dazu, genauso wie, den Bus-Simulator 16 aufzunehmen. Da muss ich halt, ja, manchmal sagen, okay, das ist mir momentan wichtiger. Zum Beispiel der Fernbus-Simulator habe ich mir jetzt gesagt, okay, das Spiel ist neu rausgekommen. Das heißt, wir, kleinen Moment, das ist doch nicht der Poolbus. Nee, das ist nicht der Poolbus. Hä? Was ist los? Hab ich nicht den Poolbus ausgewählt? Naja. Gut. Wie immer ein kleiner Fail. Oder habe ich den falsch beschriftet? Komisch. Naja, gut. Dann fahren wir halt damit. Wundert mich jetzt. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, nimmst du den Fernbus-Simulator auf. Da habe ich jetzt gesagt, komm, nimmst du den Bus-Simulator 16 auf. Und zum Eurotruck-Simulator 2 bin ich noch nicht gekommen. Ne? Also bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, kann ich euch sagen, das ist jetzt sonntagsabends. Ja. Ich glaube, wir starten mal. Genau, bin ich noch nicht zugekommen. Wie gesagt, ich kann mich dafür nur entschuldigen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das in Zukunft handhaben werde. Guten Tag. Ob ich sage, dass der Bus-Simulator 16 und der Eurotruck-Simulator 2 abwechselnd erscheinen. Das weiß ich noch nicht. Also ich bin da noch am überlegen, wie ich es mache. Beziehungsweise wie wir es machen. Der Fernbus-Simulator, eigentlich wollte ich den ja schon jeden Tag bringen. Natürlich ist klar, ist noch nicht perfekt, das Spiel, wie ich immer so schön sage. Ist noch ausbaufähig. Aber ich finde, trotzdem kann man sich das auf jeden Fall weiterhin anschauen. Weil, ne, mir macht Spaß, habe ich, sage ich ja, glaube ich, in jeder Folge. Auch wenn da noch einige, einige Bugs drin sind. Ja, also mal schauen. Jetzt komme ich da nicht weg. Aber gut, so ist das. Ja, muss ich halt überlegen. Also wenn jedes Projekt auch jeden Tag kommen soll, dann muss ich auch überlegen, wann. Also generell ist ja immer so, dass ich gesagt habe, der Eurotruck Simulator 2, Discover the World, kommt immer um 13 Uhr jeden Tag. Der Bus-Simulator 16 um 17 Uhr. Momentan ist es so, ne, der Fernbus-Simulator kommt um 13 Uhr.
Deshalb muss ich schauen. Ja. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir gerne ein Feedback da lassen? Wollt ihr vielleicht ja, was zum späteren Abend haben oder doch eher morgen früh? Ich sag mal so, der Nachmittag oder ab Mittag bis zum Abend, bis um. Ich komme hier nicht weg, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Bis. Das ist unfassbar. Bis um 20 Uhr ist ausgebucht. Ach, meine Güte. Warum lassen die mich denn nicht rein, Mann? Och Mann, ey. Ist doch nicht. Guck mal, die warten ja auch schon. Tut mir leid. Liebe Fußgänger. So, jetzt aber bitte, bitte, bitte vor dem. Na, nee. Kann's vergessen. Kann's vergessen, aber vielleicht. Nein, 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 nein. Polizei, alles klar. Ups. Ja, dann. Jetzt mal. Da brauche ich auch nicht mich zwischenmogeln. Na gut. Polizei kommt jetzt auch nicht vorbei. Was ist denn los hier heute? Meine Güte, richtig viel Verkehr. Ich komme hier noch nicht mal weg vom Depot. Das ist ein Wahnsinn. Genau, wenn wir es jetzt mal so machen. Aber die. Polizei kommt durch. Wenn ich mich da jetzt mal zwischen morgen, vielen Dank. Er hält auch Abstand, also, ne? Schöner KI-Verkehr, guter KI-Verkehr. Bleib so. Blinker kann ich trotzdem noch weitersetzen. Na? Vielen Dank. Passt das so? Ich geh gleich in die Innenperspektive wieder auf jeden Fall. Bleib so. Bleibst du? Jawoll! So, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Südtiroler Straße. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hinter uns kommt was. Danke. Einen schönen eine Tag. Eine normale Fahrkarte, bitte. Einmal normal. Danke. Einen schönen Hallo. Tag. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Vielen Dank. So, geil. Läuft doch. Hätte ich nicht gedacht. Also, wir sind ja... Jetzt gerade nicht weg. Was ist denn jetzt? So, jetzt. So. Habe ich noch eine Parkbank? Ja, so, jetzt. Ja. Ich dachte, wir kommen jetzt die ganze Folge nicht weg vom Depot. Aber, ja, das haben wir doch ganz gut gelöst. Sah nicht so elegant aus, aber nächster Halt, kann man so lassen. St. Martinstraße West. Gut. Es wurde sich übrigens mal eine Chaos-Folge wieder gewünscht. Ja. Tja, gut. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich mach mal kurz die Geschwindigkeitsbremse rein. Kann man sich mal überlegen, aber wie gesagt, mir fällt das ja immer gar nicht. Ja, gar nicht mal so leicht. Weil ich ja mal mehr der, sag mal, der ordentliche Fahrer bin. Oder ich probiere es zumindest. Mama, ich habe eine tolle Neuigkeit. Du wirst Oma. Habe ich ja im Hinterkopf. Ja. Nein, ich bin nicht daheim. Ich bin im Bus. Ja, Mama. Du kannst uns besuchen. St. Martinstraße. Alles Liebe. Tschüss. West. So. Einsteigen, bitte. Moment, ist das... So, Sie müssen da mal aus dem Bus raus und da steht jemand zwischen den Türen und... Buh! Was für eine Spaßbremse! Können wir weiterfahren. Aber klar, darum muss man mich nicht zweimal bitten. Abbiegen. Nächster Halt, Stiftgasse. Magst du das T-Shirt? Ja, es sieht toll aus. Wo hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im Wohnbezirk. Na, komm schon. Hä? Ich muss ihn mir ansehen. Ach, wir hätten da gar nicht hergemusst, oder? Ich weiß nicht. Hä?
Okay. Links abbiegen. Und weiter geradeaus. So. Ja, richtiges Shitwetter. Aber, ne. Heute ist ja auch Montag. Das Wetter ist ja draußen auch nicht so gut. Oder zumindest haben sie es ja nicht so gut gemeldet. Ich hoffe, die Folge kommt auch Montag. Also ich hab's, also ich peil's jetzt erstmal an. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt bitte. Aber wie gesagt, ich kann das momentan einfach nicht versprechen. Deswegen, ich weiß auch, dass nach ETS 2 gefragt wird. Ich schreibe euch auch, dass es bald wieder kommt. Nur ich kann einfach keinen Termin nennen. Momentan ist. Wie gesagt, ich kann mich nur entschuldigen dafür. Ich probiere, dass mindestens ein Video von mir am Tag kommt. Nächster Halt, St. Martinstraße Süd. Aber jetzt haben wir auch schon wieder ein Video, ne? Drin. Im Petto. So. So. Kamera, dreh dich, danke. St. Martinstraße Süd. Genau, also wir haben ja noch nicht alle Ziele geschafft. Hallo, können Sie mir bitte eine Fahrkarte verkaufen? Weil unsere Fahrer noch nicht legendär sind oder ne, die benötigte Anzahl. So, einmal Senior. Was habe ich denn? Okay. So, ist besser. Danke, mein Lieber. Passt. Ja, mal schauen, ob ich das, Nächster Halt, Meisenstraße. ETS-2-Projekt, ich sag mal, oder so, ich sag mal so, oder ich drücke mich anders aus, ob ich noch neue Folgen, nach diesem Projekt produziere. Also ich nehme jetzt hier ein bisschen auf und da muss ich mal schauen, ne, auch, ne, wegen Uhrzeit und so. Muss man mal schauen, weil man möchte sich da ja auch keinen Stress machen, weil wenn möchte ich in Ruhe jetzt hier den Bus im Lauter 60 spielen. Meisenstraße. Und wenn man unter Stress steht, dann macht es auch, ja, gar nicht Spaß, sag ich mal. Weil wenn man weiß, okay, du musst da halt auch, sag mal, was anderes unbedingt aufnehmen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, dann ratterst du das einfach so runter. Das ist ja, nee. Man möchte ja auch Spaß haben und so mache ich das jetzt ganz entspannt. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Vielen Dank. Ah, genau, ich wollte auch mal so, noch mal so eine Folge machen, da wo ich über die Gamescom spreche. Ich glaube, das mache ich dann in der nächsten Folge. Wobei das hier gar nicht mal so leicht ist im Bus im Monat 16. Nächster Halt, Einkaufszentrum. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja, weil ich immer wieder Geld ausgeben Hallo, muss. Hallo Trainer, ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht. Das tut etwas weh. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Gut, bis zum nächsten Training. Und tschüss. Dann blubbern die manchmal. Aber ich glaube, am besten ist es sogar im Euro Truck Simulator 2. Aber mal schauen. Mal schauen. Man kann ja auch in jedem Projekt darüber sprechen, weil nicht jeder halt zum Beispiel den ETS 2 schaut oder ne, den Fernbus-Simulator oder den Bus-Simulator 16. Also nicht, da müssen wir mal schauen, überlegen. Nö. Ich mache da mal meine Gedanken drüber. Zack. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändern kann. Was?
Das ist unmöglich. Die Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Oh mein Gott, wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Ich versuche jetzt mal schön die Spiegel mit zu benutzen. Nicht, dass wir dann in der Außenperspektive wechseln müssen. Aber es klappt doch eigentlich ganz gut. Fahren wir, ne, zu unserer Lieblingsgasse. Aber ich glaube, ja, in die Kurve müssen wir da nicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, links abbiegen. Die Frage, wie weit der KI-Verkehr da... Echt lausig. Oder wie weit ich den... Ach, verdammt. Gut. Passt. Einkaufszentrum. So, perfektes Timing, perfekte Halteposition, sehr schön. Jo, sauber ist es hier auch. Schauen wir mal nach, ob wir die nochmal fahren müssen. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Hier wird nichts verschenkt. 155.176 Euro. Ja, das ist jetzt schade. Okay. Aber akzeptieren wir. Okay, klar. Also wir haben zwei kleine Fehler drin. Auf jeden Fall verständlich. Jo. Dann, werde ich mir was für die nächste Folge überlegen. Nicht? Und ich schaue mir nochmal den Poolbus an, ob ich den vielleicht falsch beschriftet habe. Ich suche den nochmal richtig raus. Oder vielleicht habe ich auch das falsche angeklickt. Man weiß es nicht. Also, wir sehen uns dann, ja, in der nächsten Folge hier im Bus-Simulator 16 wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.